Und dass ich auch beim Lesen öfter beiseite legen musste, weil mich das so stark angegriffen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Monika und heute möchte ich mit dir einen kleinen Rückblick wagen auf mein Lesejahr 2019. Welche Bücher habe ich gelesen? Welche Bücher haben mich besonders berührt? Und deswegen habe ich mir einen schönen Tag rausgesucht und das ist der Silvester-Tag, wo ich dir 10 Fragen beantworte in Bezug auf meine gelesenen Bücher. Und da starten wir auch gleich mal mit der Nummer 1. Das ist nämlich Jahresrückblick. Welches Buch war dein Jahreshighlight? Und wenn du mich ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, ich habe dieses Jahr sehr, 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 sehr viele gute Bücher lesen dürfen, dank dir und der Community, weil ihr sehr rege kommentiert bei mir auf meinem Kanal, mir immer wieder Tipps gibt, welche Bücher was taugen. Und dieses Buch habe ich gemeinsam gelesen, einer ganz tollen Runde und wo ich richtig dankbar war. Ich hatte sehr, sehr viele Jahreshighlights und musste mich ja einfach entscheiden. Und ich habe mich entschieden für Robo Sapiens von C. Robert Colgill. Wenn du mich ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass ich gerade bei diesem Buch, bei all den Current Readings, die ich dir gezeigt habe, dieses Buch dann immer wieder vergessen habe und gedacht habe, das ist ein ganz, ganz schlechtes Omen, wenn ich dieses Buch ständig vergesse. Aber dass dieses Buch mich dann so mitnehmen wird, hätte ich nicht gedacht. Ich fand das Buch wahnsinnig gut. Ich fand die Geschichte unheimlich rasant erzählt und hat mich voll reingezogen in dieses Szenario. Und das Szenario fand ich auch total toll und hat mich komplett angesprochen. Also dieses Buch ist definitiv mein Jahreshighlight 2019. Hier geht es um Brittle. Brittle ist ein Roboter und das Ganze spielt in einer Zeit nach dem großen Krieg gegen die Menschen statt. Und ja, die Roboter haben natürlich gewonnen, die Menschen haben verloren und die Roboter versuchen jetzt irgendwie noch ja, zu überleben. Und Brittle wandert so durch Amerika und sucht sich in der Einöde Ersatzteile zusammen, weil langsam alles zusammenfällt und die Roboter nicht in der Lage sind, Ersatzteile zu bauen. Und da erlebt sie natürlich einige tolle Geschichten. Und dann haben wir eine große Macht, die alle Computer zusammentun möchte zu einem ganzen Großen. Und es ist einfach wahnsinnig toll erzählt. Und ich kann dir dieses Buch unbedingt nahelegen, wenn du auch Science Fiction magst, weil dieses Buch ist einfach genial gewesen. Nummer 2, Rakete. Welches Cover hat dir 2019 besonders gut gefallen? Und da habe ich ein Cover gehabt, was mir persönlich total ins Auge gestochen ist, was mich total gecatcht hat, wo ich gedacht habe, das muss ich unbedingt lesen, weil dieses Cover mir so unheimlich gut gefallen hat. Und du weißt, ich bin ein Coverkäufer. Und das ist Nightmare Alley von William Lindsay Graham aus dem Fester Verlag. Ich habe dieses Buch gesehen und habe gedacht, ich muss es lesen. Und ich wurde auch nicht enttäuscht, obwohl dieses Buch im Jahre 1940 geschrieben worden ist und eigentlich als Horror und Grusel ist es eigentlich eher ein Drama und auch das habe ich auch irgendwie so erwartet. Also für mich war das ein ganz großes Buch, hat von mir aber nur 4 Sterne bekommen, aber die Geschichte fand ich unheimlich toll. Hier geht es um Stan Carlyle, der auf einem Jahrmarkt arbeitet. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieser Jahrmarkt ja früher ganz anders war. Wir haben früher diese dicken Frauen gehabt oder diese Zauberer und diese Sachen, die uns heute gar nicht mehr so erschrecken. Das waren damals halt diese richtige Attraktionen. Und zu dieser Zeit spielt dieses Buch. Und Stanton möchte sehr weit raus. Er möchte sehr erfolgreich werden mit seinem Tun. Er möchte auf dem Jahrmarkt ganz groß werden. Und dementsprechend gaunert er sich die ganzen Sachen zusammen, die ganzen Tricks, die er da auf Lager hat. Und dafür geht er auch über Leichen. Und ich fand dieses Buch grandios. Mir hat es total Spaß gemacht, dieser Geschichte zu folgen. Und das Dramatische an diesem Ganzen ist ja auch, dass William Lindsay Graham sich nach diesem Buch kurze Zeit danach das Leben genommen hat. Und ich denke, diese Geschichte hat damals auch noch viel mehr geschockt als heute. Aber der Schreibstil hat mir unheimlich gut gefallen, das Cover sowieso. Und dieses Buch kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Nummer 3, Knallerbse. Welches Buch hat dich enttäuscht? Da habe ich mir aufgeschrieben, Seven Grace von B.A. Paris, weil dieses Buch wurde unheimlich stark gehypt. Jeder war total begeistert von diesem Buch. Hier geht es um Grace und Jack, die sich anscheinend in einer sehr harmonischen Ehe befinden.
Alles ist perfekt, alles sieht gut aus. Sie haben ein tolles Haus. Jack ist reich. Ace sieht toll aus, hat alles, ist schlank. Und obwohl sie alles essen kann, was sie will, ist sie trotzdem schlank. Und die Freundinnen machen sich natürlich auch so ihre Gedanken. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das ist auch hier so in der Geschichte. Aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich so diese Geschichte mit sehr vielen Logiklöchern, die also mir total sauer aufgestoßen sind. Es war spannend geschrieben, will ich gar nichts gegen sagen. Es war sehr rasant und hat eigentlich auch Spaß gemacht, aber es waren sehr viele Sachen, die mich da so ein bisschen gestört haben. Und ich war nicht so begeistert von dieser Geschichte, wie ich gerne gehabt hätte. Nummer 4, Wunderkerze. Zu welchem Protagonisten ist der Funke übergesprungen? Und da habe ich mir aufgeschrieben, Hinterm Hasen lauert er von Colin Hadler. Das ist der Debütroman von Colin und ich war total begeistert und Finn hat mir total Spaß gemacht. Eigentlich ist es so gefühlt ein Roman für jüngere Menschen, aber ich habe mich so angesprochen gefühlt durch diese Geschichte, weil man die Geschichte auch irgendwie gar nicht einsortieren kann. Es ist eigentlich alles vorhanden. Es ist ein Krimi vorhanden, es ist ein Jugendroman vorhanden, es ist Romantik vorhanden, es ist alles drin in diesem Roman. Und Finn hat mir total Spaß gemacht, weil Finn ist so ein sarkastischer junger Mann, der immer wieder einen Spruch auf Lager hatte und mir total Spaß gemacht hat. Er erlebt hier eine sehr rasante Geschichte. Er erfährt, dass sein Bruder schwul ist. Dann verschwinden mehrere Mädchen in der Schule, werden gekidnappt. Und dann haben wir hier noch einen Mann hinter einer Hasenmaske. Und dieses Ganze hat Colin so toll verwebt, dass man einfach Spaß haben musste bei diesem Buch. Es war lustig, es war spannend, es war traurig, es war alles vorhanden. Und ich fühlte mich unheimlich stark hingezogen zu Finn, weil ich dieses Sarkastische unheimlich gerne mag. Und ich finde, Colin hat hier einen ganz tollen Roman kreiert. Fünftens, prickelnder Sekt. Welche Liebesbeziehung lässt euer Herz höher schlagen? Das Problem bei Liebesbeziehungen ist ja, dass ich solche Bücher normalerweise gar nicht lese. Und ich habe lange überlegen müssen, in welche Richtung ich da gehe. Wo wurde mir eigentlich so ein Liebespaar ja, vorgelegt? Und ich habe eigentlich kaum Bücher, weil ich sowas halt nicht mag, die in die Richtung gehen. Aber ich habe ein Buch gelesen, was ich auch gemeinsam gelesen habe, was ich gar nicht so übel fand als Liebesgeschichte. Das waren nämlich Annemans Staubchroniken. Dieses Buch fand ich sehr schön geschrieben. Dieses Buch hat mich auch selber berührt. Was mir nicht so gefallen hat an diesem Buch ist, weil es eigentlich historisch sein sollte, kam hier keine historische Sprache zur Geltung. Deswegen kam mir das Buch dann eher vor wie so eine Jugendgeschichte, die ich aber auch sehr gut fand. Hier geht es um Annemann, die eigentlich ihr Leben in Büchern verbringt. Sie möchte auch ihre ganze Zukunft in Büchern aufbauen oder mit Büchern aufbauen und ihre Mutter hat aber andere Ziele. Aber sie kommt dann bei einem jungen Mann in die Buchhandlung und darf dort aushelfen. Und da entsteht natürlich die große Leidenschaft der Bücher und auch die Leidenschaft für diesen jungen Mann. Und das hat mir richtig Spaß gemacht und das Cover fand ich auch richtig toll. Und ich wusste damals nicht, dass sich das hier um eine Liebesgeschichte dreht und war dann aber auch ja, zufriedengestellt. Also mir hat dieses Buch sehr viel Spaß gemacht. Sechstens, Bleigießen. Welche Geschichte hat dich auch im Nachhinein noch beschäftigt? Und da habe ich ein Buch gelesen, das ich auch gemeinsam gelesen habe, was mich sehr stark mitgenommen hat. Und das ich auch beim Lesen öfter beiseite legen musste, weil mich das so stark angegriffen hat. Ich rede hier von Evil von Jack Ketchum. Das Buch ist nichts für zarte Gemüter, muss ich dazu sagen. Und nicht mal das, was da drinnen passiert, ist das, was einen so erschreckt, sondern dass diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht, das hat mich am meisten mitgenommen. Sonst, ich kann schon einiges ab, aber weil man sich immer wieder vorgestellt hat, diese Geschichte hat wirklich so stattgefunden, konnte man einfach irgendwie nicht mehr weiterlesen. Man hat so gelitten mit dem Mädchen, mit Maggie. Hier geht es um Meg und Susan, die bei ihrer Tante Ruth unterkommen, weil ihre Eltern verunglückt sind. Und Ruth hat eigentlich keine große Lust, sich um die Kinder zu kümmern und fängt auf einmal an, Maggie im Keller zu quälen. Und sie holt auch die ganzen Kinder mit dazu und da haben wir auch unseren David. Und David guckt sich das auch die ganze Zeit an und David ist fasziniert und abgestoßen zugleich. Und es war einfach, ich kann es also so ergreifend, so schlimm, so. Ah, das ist, und es ist immer noch sehr tief in mir drin. Also es begleitet mich immer noch und ich weiß gar nicht mehr, wann wir es gelesen haben. Es ist schon ein bisschen her. Und ich fand es einfach
so erschreckend. Ich habe noch nie so was Schlimmes gelesen wie hier. Man hat halt viele Momente, wo man sich so überlegt, Mensch, warum macht da keiner was? Warum gucken die Kinder die ganze Zeit zu, wie dieses Kind gequält wird? Und ja, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mich sehr lange begleitet hat. Und wenn du dieses Buch noch lesen möchtest, dann kann ich dir raten, das Vorwort von Stephen King nicht zu lesen. Ich habe es damals auch nicht gemacht. Ich habe es im Nachhinein gelesen und es wird sehr viel gespoilert. Wahrscheinlich geht man schon im Vorfeld davon aus, dass man ungefähr weiß, worum sich diese Geschichte hier dreht. Aber ich habe es nicht gewusst und ich habe mich auch überraschen lassen. Und es ist einfach ein Hammerbuch. Ein Hammerbuch, kann ich nur sagen. Was mich auch wahrscheinlich mein Leben lang begleiten wird. Diese Geschichte werde ich nie wieder vergessen. Zumal man sich dann auch mit dem realen Fall befasst hat. Man hat schon ein bisschen gegoogelt und es ist sehr, sehr erschreckend. Absolut. Nummer 7, China Böller. Von welchem Buch warst du überrascht? Und da habe ich mir aufgeschrieben, Der Wahn und das Ende der Welt von John Irremonger. Dieses Buch ist ja eigentlich auch so ein Jahreshighlight von mir gewesen, was mir total gefallen hat. Aber ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, was mich hier erwartet. Ich habe gedacht, ich bekomme hier so eine schöne, gemütliche Wohlfühlgeschichte. Und mitten im Buch hat sich das so dermaßen gedreht, dass es auf einmal in eine ganz andere Richtung ging. Und das hat mich total überrascht, weil ich hatte mich die ganze Zeit so richtig schön wohl gefühlt in diesem Dorf. Da haben wir dann unseren Joe, der angespült wird und auch noch gesichtet wird mit einem Wal. Der Wal wird noch angespült und Joe schafft es dann in ganz kurzer Zeit, 100 Leute zusammenzukriegen, diesen Wal zu retten. Und ich habe mich so wohl gefühlt und gedacht, ach, was für eine tolle Geschichte. Und Mensch, und genau das wünsche ich mir immer. Und auf einmal ging das Ding in eine ganz andere Richtung, dass es hier um Katastrophen ging, dass man sich zusammentun kann, um am Leben zu bleiben, dass man auch mal nachgoogelt, was heißt es eigentlich, wenn wir auf einmal keinen Strom mehr haben? Also ich war total überrascht, was alles da einfach irgendwie dran hängt, also was früher gar nicht so war, sondern was heute undenkbar ist, wenn man sich vorstellt, es ist einfach nicht mehr möglich, irgendwas irgendwo hinzubringen, wie schnell wir auf einmal keine Nahrung mehr haben. Also das war schon sehr erschreckend für mich. Und deswegen fand ich dieses Buch auch so einfach so grandios, weil wir sehr viel darüber nachdenken können, was bedeutet es für uns, was wir heute als selbstverständlich ansehen, ist gar nicht so selbstverständlich. Und was ist, wenn wir es auf einmal nicht mehr haben? Und ich fand es einfach grandios und hat mir auch total Spaß gemacht und mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und es waren auch sehr viele schlaue Sätze in diesem Buch, die mich total mitgenommen und begeistert haben. Einfach grandioses Buch. Also deswegen war es auch ein Jahreshighlight für mich, aber ich musste mich ja jetzt irgendwie entscheiden. Nummer 8, Dinner for One. Bei welchem Charakter bist du froh, dass er nicht an deinem Tisch sitzt? Wenn du mich ein bisschen verfolgst, dann weißt du, dass ich von einer Reihe total begeistert war, wo ich normalerweise keine Reihe lese. Das ist nämlich die Geschichte der Hillary. Hillary ist ein Mädchen, die ich auf keinen Fall an meinem Tisch sitzen haben möchte, weil sie nämlich so undurchschaubar war und so durchgeknallt, dass sie jeden Moment, selbst wenn sie dir das Gefühl gibt, sie mag dich, eigentlich schon im Hinterköpfchen den Gedanken hegte, wie kann sie dich jetzt um die Ecke bringen und quälen vor allen Dingen. Die möchte ich auf keinen Fall an meinem Tisch sitzen haben. Hillary an sich in der Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Im ersten Teil von Hillary war ich auch ja komplett bei ihr. Also ich habe sie gemocht, mir tat sie richtig leid. Und ich wurde dann eines Besseren belehrt von der Autorin, dass Hillary gar nicht so ist, wie sie zu sein scheint. Und diese Reihe hat mir total Laune gemacht. Und ich habe ja auch eine Rezension über den ersten und zweiten Teil auf meinem Kanal. Das verlinke ich dir hier mal oben beim i. Und der dritte Teil kommt auch demnächst. Also mich hat diese Geschichte total begeistert. Ich fand den Schreibstil total stark. Und Hillary, wie gesagt, im ersten Teil tat sie mir richtig leid. Im zweiten wurde ich schon eines Besseren belehrt. Und im dritten hatte ich schon wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Mitleid mit ihr. Und ja, Hillary war wirklich so ein Mensch, der mir Spaß gemacht hat, obwohl es eine ziemlich harte Tour war, die ich da durchleben durfte, sehr viel abverlangt hat, aber wirklich Spaß gemacht hat. Aber an meinem Tisch sitzen haben möchte ich sie nicht. Nummer 9, Feuerwerk. Welche Reihe hat dich begeistert? Ich bin normalerweise ja kein Reihenleser, aber ich habe in einer ganz tollen Leserunde mit Stephen Kings Turmreihe angefangen. Und muss ganz ehrlich sagen, dass ich so begeistert war, schon alleine vom ersten Teil, wo jeder sagt, der erste Teil ist langweilig und so.
dass ich mir gedacht habe, ich will diese Reihe auf jeden Fall lesen. Und ich habe durchgehalten bis Teil 5. Das lag nicht am Buch, sondern das lag daran, dass die Lesegruppe einfach für mich deutlich zu schnell war. Und ich mir irgendwann vorgenommen habe, ich möchte diese Bücher alleine genießen, weil ich bin aber der Meinung, ein Stephen King muss man genießen, also ich zumindestens, und genüsslich durcharbeiten und Stück für Stück. Und das Ding hat 8 Teile und ich werde auf jeden Fall diese Reihe für mich nochmal ganz in Ruhe starten und freue mich auch schon drauf, weil ich diese Reihe total geil fand. Also mir hat es total Spaß gemacht und Roland zu begleiten in dieser Welt. Also die Welt hat mir schon unheimlich gut gefallen. Die ist düstere und einfach richtig toll. Aber ich brauche halt meinen Rhythmus bei diesen Büchern. Und diesen Genuss werde ich mir auf jeden Fall für nächstes Jahr aufsparen, weil ich definitiv die Turmreihe nächstes Jahr lesen werde. Kurzer Neujahrswunsch. Welches Buch möchtest du in 2020 unbedingt lesen? Da habe ich mir aufgeschrieben, Das achte Leben für Bilka. Weil ich dieses Buch ständig jetzt irgendwo sehe. Alle sind so total begeistert von diesem dicken, fetten Wälzer. 1200 Seiten hat es, glaube ich. Und alle sind total begeistert. Es wird ja eine ganz tolle Geschichte erzählt über mehrere Generationen, was mich ja auch immer total fasziniert. Ich mag ja sowas, auch historisch. Und mich hat nur diese Dicke so ein bisschen abgeschreckt, aber ich höre immer mehr Stimmen, dass alle so begeistert sind. Und da habe ich mir gedacht, das will ich auf jeden Fall auch lesen. Und ich hoffe, ich werde da auch durchhalten. Das Problem bei dieser Geschichte ist halt, ich muss mir echt so kleinere Abschnitte legen, weil 1200 Seiten können schon sehr demotivieren. Aber wenn die Geschichte gut ist, und hier wird ja eine Geschichte über 4 Generationen erzählt, denke ich, dass mich das auch richtig mitziehen kann. Und historisch wollte ich ja nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr lesen. Und deswegen wird das achte Leben für Bilka auf jeden Fall mit dabei sein. Wenn du Lust hast, mir den Tag zu beantworten, ich verlinke dir unten in der Infobox mal alle Fragen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir diese Fragen auch beantworten würdest in den Kommentaren, damit wir uns wieder richtig schön austauschen können. Was waren deine Highlights dieses Jahr? Ja, was für ein Cover hat dich total begeistert, damit ich auch wieder ein paar Inspirationen bekomme. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da oder abonniere auch meinen Kanal. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen richtig tollen Rutsch ins Jahr 2020. Und wir sehen uns dann in alter Frische wieder. Und dann hoffe ich, dass wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Ciao!